wir sitzen jetzt hier in Langenhagen am Flughafen, Sabine, Konstantin und ich. Es startet das Juli Road Movie für die Seminarreise durch den Kaukasus. Jetzt geht es erstmal nach Riga und von Riga dann weiter nach Baku. Da haben wir morgen noch nicht so viel Programm, aber übermorgen steigen wir dann in das Seminar im Norden an der russischen Grenze in Nabran ein. Für diejenigen, die es nicht erkennen, das ist nicht lettisch, sondern estnisch. Das bedeutet, wir sind leider nicht in Riga gelandet, sondern sitzen inzwischen hier in Tallinn und nutzen das kostenlose WLAN. Inzwischen hat Sabine auch wieder ein bisschen Gesichtsfarbe. Wir sind, direkt vor der Landung abgedreht und Konstantin, komisches Gefühl, oder? Ja, war ein bisschen seltsam zwischenzeitlich, aber ich glaube, wir machen uns jetzt hier ein paar schöne Stunden in Tallinn, schauen dann mal, was die Airline so für uns vorgesehen hat und ich hoffe, dass wir rechtzeitig zum Seminarbeginn dann in Aserbaidschan sein können. Das ist jedenfalls nicht so schönes Wetter, aber das wird schon. Jetzt ist erstmal wichtig, dass wieder der Magen runterkommt. Ja, jetzt sind wir hier in Riga, man hat es eben schon in den Schlangen gesehen. Das hat mit der Landung nicht so ganz geklappt, da war zu viel Sturm. In der Propellermaschine sind wir nicht runtergekommen. Mit Abstecher über Tallinn sind wir jetzt aber doch hier. Warten gerade hier noch auf unsere Hotel-Vouchers. Morgen geht es dann hoffentlich zügig und ohne Probleme weiter mit erst Air Baltic nach Moskau und von Moskau dann mit Aeroflot nach Baku. In der Hoffnung, dass da alles klappt und wir dann einen Tag verspätet in das Seminar einsteigen. Macht sich bereit? Nein, nicht so wirklich. Die Aeroflot ist eine Airline, auf die man sich verlassen kann. Und ich glaube, dass wir im Gegensatz zu Air Baltic gute Erfahrungen machen werden auf dieser Reise. Wir sitzen jetzt hier in der Aeroflot-Maschine von Moskau nach Baku. Das bedeutet, die ganze Reise kommt hoffentlich jetzt bald auch in Aserbaidschan an. Die Maschine ist super modern, insofern manches, was in der Historie noch bei anderen anders verankert ist, ist wirklich nicht mehr so die modernste Maschine auf der Strecke. Und von daher sind wir guter Dinge, in 4 Stunden dann in Baku zu landen und ins Programm einsteigen zu können und erstmal in der Weiterfahrt dann nach Nabran. Das Wetter ist gut, Temperaturen schon morgens früh um 8, so bei 32 bis 34 Grad würde ich schätzen. Gleich geht's los mit dem Seminar. Anreise war ein bisschen holprig auf den Strecken, auch wenn die Strecken ausgebaut sind, hat man gerade ja gesehen.